Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to D. Heute ist Blutmond. Ich bin total aufgeregt. Ich habe mir draußen was vorbereitet. Ich habe noch nebenbei ein bisschen Erze gebaut und meine Mine erweitert. Und jetzt geht es darum, die Horde abzuwehren, die jetzt auf mich zukommt. Wir machen mal die Hütte zu. Ich habe das draußen ausgebaut, weil ich mir sage, innen drin ist zu schade. Und die Bäume stehen schon wieder. Wir werden hier ein bisschen Licht machen, weil die wollen ja die Horde sehen, ne? Und da ich ja nicht genau weiß, woher sie kommen und es ja bald dunkel wird, machen wir ein bisschen Licht. So. Das wäre schon mal an. Na, nach dem kannst du vergessen. Aber ich habe hier was gebaut. So eine Art ja, Schutz, wo ich notfalls aufs Dach gehen kann und dann flüchten kann. Das ist bedrohlich, es rumst. Das ist nicht viel. Holz ist gut. Und fackelt alles ab hier. Aber wir brauchen hier ein bisschen Licht, das ist ja auch nichts. Ich werde aber oben stehen. Das heißt, oben brauchen wir auch Licht. Gut, das Licht haben wir schon mal erledigt. Die Bäume sind ungünstig, die werden wir gleich wegschlagen. Wir haben jetzt ein bisschen ducken. Natürlich ist hier was ungünstig, weil ich nicht rausgucken kann. Aber ich denke mal, die werden sowieso einschlagen. Die Bäume könnten zwar noch wachsen, aber ich brauche die Sicht für die Typen halten. Ne? Die können wir neu anpflanzen, wachsen entsprechend nach. Was wir noch machen können. Ja, wie heißt Dinge nochmal? Finde ich nicht. Die mit den roten Dingern. Waffen, Essen, Werkzeuge fallen. Ach hier. Ich kann meine nicht finden.
Dauert zwar eine Weile, aber bis 10 haben wir Zeit. Und dann werden wir das entsprechend aufstellen. In Hoffnung, dass die sich da reinlaufen. Das wird die ein bisschen bremsen. Also ich brauche eine bessere Basis. Da kommen wir nicht drum rum, ne? Da liegt was. Es wird schon rot. Da ich gar nicht weiß, von wo sie kommen. Nur kann ich zur Brücke, oder geht da oben rauf? Das wäre eine Option. Weil ich nicht weiß, ob man mir zukommt. Ist ja das ganze Bedrohliche dabei. Ich muss aufpassen, dass ich selber reinlaufe. Den Tag immer gewartet, da ich meist Angst vor, dass wir nicht flüchten können. Es sollen eigentlich nur 8 Zombies kommen, aber wer weiß, das stimmt.
Bin zwar ganz gut gerüstet mit Waffen und mit Munition. Aber es ist gefährlich. Oh, wie so ein. Oh, da komme ich durch. Jo. Das habe ich befürchtet, dass ich da reinlaufe. Oh, das ist ein Blutmond. Wir gehen mal erstmal hoch. Die Tür ist nicht sicher, das weiß ich auch. Von da könnten sie auch kommen. Oh je. Mal ganz kurz reingehen. Option, Video, Gamma. Gamma, Gamma, Gamma. Ich stelle mal Gamma hoch. Für heute. Dann will ich was sehen. Denn so hat es ja keinen Zweck, wenn wir nichts sehen, ne? So. Das ist die Waffe. Und notfalls die. Gleich mal nachladen. Die hat besonders guten Bums. Die schießt so ziemlich alles weg. So, wenn wir hier uns nicht halten können, geht es aufs Dach. Und von da aus entsprechend weg. Na, hier oben bringt das nichts. Für mich persönlich hier oben ist mir zu gefährlich. Ich werde mal ganz kurz Waffen reparieren. Ich habe ein bisschen vorgesorgt. Erst noch mal was so und stärken. Ja. Das ist ja mal ein Versuch, ne? Das heißt, ich habe noch einen. Aber den werden wir jetzt reparieren. Ich glaube, keine Munition dafür. Gut. Dumm gelaufen. Aber einer funktioniert. Das sind diese acht Dinger, die man machen kann.
Heute ist es gleich soweit, ist gleich Zähne. Ich glaube, für heute 8 Schuss oder so, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. So. Wenn ein Geier kommt, ist blöd. Wo sind die? Gut, dass ich muss ja auch Hoffnung habe. Komm hier alle her!
Warte, ich helfe euch. So weiter geht, geht ganz gut aus. Ich bin jetzt zwar raus, aber gut. Das war eh klar. Was ich machen muss, ist in Zukunft Schießpulver herstellen. Munition herstellen. Munition herstellen, da weiß ich, es geht. Na, du hast noch gefehlt hier. Ja, da brauche ich mehr. Körper zerstört. Tatsächlich. Oh. Ich kann nicht treffen. Schlecht. Sie ist auch nicht. Das ist verfehlt. So, nur noch 5 Schuss. Jetzt verlegen wir die Bude. Ah, das war eh klar, dass die Buse legen, aber gut. Hier hätte ich stehen müssen. So. Und geht Ruhe ein, wa? Keller könnte mehr herstellen von der Munition.
war das Munition komplett aufgebraucht, bis auf dieses Jagdgewehr. Aber das ist auch gut. Jetzt haben wir gegen 12 Uhr Zeit, halbe Stunde. Also die müssen von da gekommen sein. Das heißt für mich jetzt in den nächsten Tagen Reparatur und Munition erstellen. Ich brauche die Werkbank, ich brauche Kohle für Munition. Kohle ist genau wie vor der Nase. Eisenmine habe ich da unten in der Erde. Sollte kein Problem sein. Da werden wir schon bestehen. Das Teil hat mir oben nichts gebracht, aber das wird man demnächst woanders aufstellen. Ja, Geier kam bis jetzt nicht, zum Glück. Ich befürchte, dass die noch im Haus stecken. So, Lüscher, das soll es für die erste Blutnacht gewesen sein. Wir schauen gleich weiter, machen eine kurze Pause, unterbrechen mal die Sache und dann geht's weiter. Ich danke fürs Reinschauen und tschüss, bis gleich her, ne? Tschüss.